Herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, es ist wieder ein Android App Review. Wir spielen heute Stickman Fußball oder so. Stickman Soccer, so heißt's. Nicht Fußball, Football. Genau, ihr habt jetzt gerade schon die Vorschau gesehen. Kurz. Genau, wir machen jetzt Play Season. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Hab's mir neu gedownloadet. Und schau jetzt vorerst mal, wir sind jetzt Select Team. Wir sind Spanien. Also nee, einmal habe ich schon gespielt. Wir sind Spanien. Und sind rot und spielen gegen Brasilien und die sind gelb. Okay, gut, dann Loading. Ja, ist halt so ein, also Stickman kennt er ja wahrscheinlich. Da gibt es ja tausende verschiedene Fahrradfahren. Keine Ahnung, Springen, Lianen entlang. Dingsen oder so. Und das ist jetzt halt ein Fußball, was neu rausgekommen ist. Habe ich unter Play Store eben die beliebtesten kostenlosen Apps gefunden. Und ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus. So, einmal habe ich schon kurz gespielt, aber ich habe die App gleich wieder geschlossen. Muss ich gestehen, aber es ist eigentlich ganz witzig. Erinnert natürlich immer an FIFA. Oh, wir haben sogar ein Tor geschossen. Cool. Aber es lässt sich eigentlich ganz gut spielen und ja, mit dem Männle ist schon witzig. Aber man kann halt hier nicht so viel machen wie in FIFA. Aber es geht eigentlich. Also man kann passen, schießen und mehr nicht unbedingt. Und grätschen und Schuss. Oh Mann, ich bringe keinen Ball mehr rein. Und das hier oben ist auch schön, Frauen kennenlernen. Ja, es ist eine kostenlose App und ich bin, glaube ich, gerade an Stativ gekommen. Sorry dafür. Genau, ihr seht immer hier so einen Pfeil, wenn ihr den überhaupt seht, wo ihr hinschießt oder hinpasst. Und ja, wo der graue Ding, der graue Pfeil drüber ist, das bin ich immer, wo ich gerade spiele. Und die anderen haben auch ein Tor geschossen. Das heißt, es steht 1:1. Und passen und... Also, der hat noch nicht mal angepfiffen. So, jetzt machen wir noch ein Tor. Und naja. Oh Mann, ich grätsche immer irgendwie. Wo bin ich denn? Ich sehe mich gar nicht. Da. Mann, der wechselt immer so schnell Spieler. Ein Schuss. Oh, der ging gegen die Leitplanke. Oder... Okay, Leitplanken gibt es nicht beim Fußball, aber naja. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst vom FIFA 13 Let's Play, dass ich kein so ein Mega-Fußball-Freak bin. Deswegen, ja, sage ich auch Leitplanken zu den Banden. Und deswegen kann ich wahrscheinlich das Spiel jetzt auch nicht wie manche FIFA-Spieler, die jeden Tag 500 Stunden lang FIFA spielen. Nein, so viel auch nicht, aber was ist jetzt? Also die machen... Okay. Ich habe jetzt gedacht, hey, muss ich jetzt da hier laufen oder was ist los? Oh, ich schieße vor und Torwart hat ihn gehalten. Ach, Halbzeit. Der läuft aber cool, seitlich. Ja, in der Halbzeit kommt wieder ein bisschen Werbung, wie man sieht. Aber die überspringen wir jetzt einfach mal. Na, wunderschön. Da muss man jetzt die Werbung ausschalten. Genau, es ist auch wieder eine kostenlose App. So, die laufen wieder schön ein, wie man sieht, sie laufen seitlich, wie Krebse. Aber naja, Sache, jetzt haben wir seitlich gewechselt, jetzt habe ich mir schon gedacht, hä? Schuss und hat ihn gehalten. Grätsche, wow, die haben sich gegrätscht. Wo bin ich? Oh, da bin ich. Pass und, wo passt der hin? Der hätte reinpassen sollen, der. Oh Mann. Schuss, Grätsche oder Ziehkaut. Grätsche. Also wenn ihr so ein, wenn ihr es auf dem Smartphone spielt oder auf allgemein irgendwelchen Geräten, wo Vibration an ist, also es vibriert einfach fast die ganze Zeit. Bei jedem Mal, wo ein Spieler den Ball berührt, vibriert es. Also es macht im Prinzip dauerhaft irgendeine Vibration. Ist jetzt nicht störend, aber man merkt's. Ja, Mates, passt du. Und wieder passen. Und.
Kann man hier eigentlich auch sprinten irgendwie. Und Tor, wir haben wieder ein Tor geschossen, 2 zu 1. Ist ja mal krass, dass ich gewinne, das ist unglaublich für mich. Ja, und weiter geht's. Die erste Halbzeit ging eigentlich schnell rum, aber ich denke mal, das kann man auch umstellen, wie lange die. Nein, Halbzeit sein soll. Schieß weg, ja, danke. Und Tor, nein, doch nicht. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Kamera verschiebe, das ist dumm. Ich habe mich irgendwie eingehackt, glaube ich, gerade ein Stativ. Weil das ist nicht das erste Mal, dass ich jetzt hier was aufnehme. Und es ist ein bisschen problematisch, so mit dieser neuen Kamerasicht hier. Ich habe es jetzt jedes Mal umgestellt. Ihr könnt jetzt aber auch nochmal schreiben, wie ihr sie so findet, die Sicht. Und ich schaue schon wieder gar nicht hin auf dem Bildschirm. Ich schaue die ganze Zeit zur Kamera, weil ich denke, ich muss mit euch zu euch hinschauen. Aber ich rede doch eigentlich nur ins Mikro und nicht mal das Mikro ist an der Kamera. Also, das ist ja schon jetzt professionell geworden. Im Gegensatz zu früher. Oh Mann. Werbung. Mitten im Spiel. Gott sei Dank gibt es das nicht beim ersten Fu echten Fußball. Beim ernsten Fußball. Achso, das war's schon. Okay, cool, wir haben gewonnen. Ich habe jetzt keine Lust mehr zu spielen. Schauen wir uns mal noch sonst so die Einstellungen an. Sound kann man an- und ausmachen. Man kann es mit Google Plus verbinden. Einmal habe ich gewonnen. Hier oben noch Metallen oder so. Street Soccer. Watch Video by now. Okay, wenn man Street Soccer spielen will, muss man sich es anscheinend kaufen irgendwie. Become a Pro. Sonst kann man Play Season spielen. Jetzt können wir mal noch kurz Training machen. Okay. Okay, dann machen wir einen Start einfach jetzt. Also, wir machen einen Pass und laufen vor und Schuss und drüber. Na, wunderschön. Also, die USA sind drei Männchen und wir Spanier sind fünf oder so. Also, es ist auch nicht irgendwie wie normal mit 11, sondern irgendwie eine andere Zahl. Auch im Training, oh, den habe ich aber ganz schön umgesetzt. Schuss! Oh, Schuss! Oh, Schuss! Boah, super, wir sind die Profis. Eben geht's weiter. Ja. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert am Pfiff. Ach, die stehen alle da außen. Schuss. Ja, Tor, super. Six im Training sind wir noch besser. Es dauert immer ein bisschen, bis der Anstoß ist. Muss er wieder neu laden. Pass. Wo ist der andere Spieler da? Pass. Und er läuft rein und schießt. Und der Torwart hat ihn gehalten. Und die USAler laufen wieder raus. Und er bleibt einfach stehen und ich sende ihn trotzdem um. Und lauf wieder rein und Schuss. Oh, Pass war ein Pass, Mist. Ich wollte eigentlich schießen. Und ich grätsche ihn wieder um und er fliegt wieder im hohen Bogen weg. Und ich grätsche wieder. Nein, er läuft nicht über die Ziellinie, über die Mittellinie. Und der Torwart hat schon wieder gehalten und ich habe in die Luft gegrätscht und oh, ich habe ihn fast erwischt und läuft wieder bloß bis zur nächsten Linie. Und ich schieße und der Torwart hält ihn wieder. Er ist ein sehr guter Torwart. Ja, ich will wieder den Ball. Oh, er ist wieder in die Luft geflogen. Ganz schlimmes Foul von den roten Espanianer. Spanier meine ich. Und er braucht wieder ein bisschen. Bis der Pass, bis der Anstoß wieder kommt. Und die Steuerung ist irgendwie ein bisschen komisch, aber macht eigentlich doch ganz Bock das Spiel. Hä? Was war das gerade? Grätsche! Die Animation, wie die hinfallen, ist auch so richtig geil. Tor, Winkel! So, wird er kurz laden, bis der Anstoß wieder kommt. Und Bass, geht's wieder los, passen. Wieder außen rumlaufen ein bisschen und schießen. Oh, der Torwart hat dann wieder gehalten. Es dauert immer ein bisschen, bis es nachgeladen ist. Oh, er läuft sogar mal. Boah, er ist über die Mittellinie gelaufen. Boah, ein Wunders geschehen. Krass. Oh, der Torwart ist mal ein bisschen weiter raus. So, und erwische ich ihn noch und ich habe ihn wieder gefoult. Und die Amerikaner sind wieder auf dem Weg zum Mittelkreis, aber haben sie es leider nicht geschafft. Und ich passe, ich schieße. Und der Torwart bleibt wieder stehen und passt wieder zu seinem eigenen Spieler. Und
Ich mache mich gerade irgendwie ein bisschen lächerlich, aber das Spiel ist witzig. Der ist wieder im hohen Bogen davon geflogen. Und ich passe und ich schieße. Und ich schieße nochmal und grätsch zweimal daneben und schieße und keine Ahnung, was ich gerade mache. Bloß irgendwie auf Slide. Slide heißt Slide-Grätsche. Oh, ich treffe ihn nicht mal. Und jetzt passe ich. Und. Es war zum falschen Spieler gepasst. Und ich will schießen und der Torwart hat ihn wieder gehalten. Ja, sehr schön. So hier in der Pause. So vier Tore. Ballbesitz haben wir ein bisschen mehr. Shots on Goal. Die haben einfach mal nicht geschafft, auf die andere Seite zu kommen. Kein Wunder mit drei Spielern. Vier Spielern. Drei Spielern. Drei Spieler. Ja, ganz witzig das Spiel. Kann man sich mal downloaden. Aber mit FIFA kann man es nicht vergleichen. Es ist ja schließlich auch kostenlos. Aber keine Ahnung, wenn man jetzt kein so FIFA-Fan ist, könnte man sich das schon kaufen, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie viel es kostet. Ich kann sie ja mal noch in die Videobeschreibung schreiben, wie viel es kostet. Und dann dürfte es eigentlich auch ganz lustig sein, weil es ist eine lustige Steuerung. Und ja, wie halt die meisten kostenlosen Spiele oder alle Stickman-Spiele bis jetzt sind halt so, am Anfang macht es Spaß, aber dann ist es so, ja, passt schon. Jetzt kommt hier wieder so eine schöne Anfangsanimation. Oder? Ja. Die spielen jetzt hier von selber. Ist halt so ein Trailer sozusagen, der dann am Anfang gleich abläuft. Die spielen irgendwie ein bisschen besser als ich, aber naja. Und es sind auch, sind es mehr? Es sind auf jeden Fall mehr als im Training, aber es war das nicht bei uns im Spiel auch weniger. Egal. Das schauen wir jetzt mal noch kurz ein bisschen fertig, während ich mich verabschiede. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, runter natürlich. Auf jeden Fall eine Bewertung wäre schön. Würde ich mich drüber freuen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch noch tun. Weitere Links zu Facebook, Skype, Website und so weiter gibt es unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und hier schönes Fußballspiel zu Ende. Ciao. Yeah.